Willkommen Freunde zu Jumptown. Wir befinden uns gerade auf der Map Schlangen und zwar geht es heute um ein Best of Three sozusagen. Nummer 1, es gibt drei Maps, die man machen muss und dann als erster runterkommt und natürlich lebend unten ankommen. Und auch hier jetzt, wir sind nur drei Leute, somit geht es wirklich nur um drei Personen. Best of Three. Ich werde verfolgt. Man kann sich auch gegenseitig schlagen und bekommt dann für Skillen auch die ganzen Punkte. Ich versuche jetzt aber gerade mal, ohne dass ich jemanden schlage oder so, nach vorn zu kommen. Ich habe zwar schon zwei Herzen verloren, das ist aber nicht so schlimm. Werde auch hoffentlich nicht mehr verfolgt. Das ist schön. Hatte kein Flymod, bedeutet es tot. Das ist, sind so Todesmessagen. Ja, Messagen. Deutsch. Messages. So. Dann. Oh Gott, das kriege ich nicht hin. Kriege ich das hin? Ach, ich gehe da langsam einfach runter. So. So. Da runter. Hier rüber. Runter. Boah, das war ja einfach, was geht. Wenn ich das jetzt mache, bin ich sicher gleich wieder tot. Weil jedes Mal, wenn ich hier diesen Weg gehe... Ich habe das eigentlich nur gespielt mit Spybuy, ansonsten spiele ich das eigentlich nie. Das heißt, wenn ich jetzt ein bisschen schlecht bin, dann liegt es daran, dass ich einfach keinen, sagen wir mal so, kein Training, keine Praxis in dem Game-Mode habe. Oh Gott, puh. Hat nicht nach unten geguckt, das ist schön. Oh, scheiße. Wohin jetzt? Dahin. Huiuiuiui. Heilige. Das hat natürlich jetzt was gekostet. Jetzt sind wir vier Leute, nämlich es ist jemand reingejoint bei minus 158. Läuft. Wenn ich da jetzt runtergehe, überlebe ich das? Warte, ich gehe hier hin. Kann ich springen? Ja, ich kann springen. Boah, das war richtig nice knapp war das. Das darf ich jetzt nicht machen. Wenn ich das jetzt mache, bin ich down. Das heißt, wir warten lieber, regenerieren unser Leben und gehen dann langsam den schönen Weg nach unten. Puh. So, dann warten wir. Hey, wenn ich jetzt verliere, also ich meine, außer mich schlägt jetzt wieder runter, aber ich meine jetzt da... Sonst kann ich auch gar nicht mehr verlieren eigentlich. Hopp. Und jetzt langsam runter. Ich warte noch ein bisschen, dass ich das ganze Leben wieder regeneriere, weil ich weiß nicht, wie viele Herzen das abzieht. Ich weiß echt nicht, wie viele Herzen das abzieht. Jetzt sieht das aus. Bäm, Alter, Platz 1. Funktioniert doch. Das ist schon mal was Gutes. Gut. Dann probieren wir das Ausgleich. Also wie gesagt, es sind drei Runden mit jeweils jetzt gerade drei Spielern. Super Mario! Jawoll, die Map Super Mario hat das Voting gewonnen. Man muss noch stehen bleiben ganz kurz. Und jetzt kann man versuchen, nach unten zu kommen. Ich gehe in die andere Richtung als dieser Chrissy. Oh, boah, das war knapp. Nee, ich muss runter, nicht drauf. Ich versuche halt, so weit runterzukommen, ohne Schaden zu nehmen. Wie nur möglich. Nein, das war... Boah, ich war gut. Ich war jetzt echt schon wieder gut im Rennen. Aber das sollte also einfach nicht funktionieren. Gut, dann... Oh, scheiße. Oh, geil. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass das einfach so geht. Hier, dann darüber, hier rüber. Langsam, aber sicher hier runter. Na, wir gehen den Weg da. So. Wir müssen halt wirklich schauen, wie man am leichtesten, ohne sich zu verletzen, nach unten kommt, Leute. Das ist ein Glasblock. Auch nicht schlecht. Ich kann springen. Bah, das war knapp. Da kriege ich jetzt Schaden, da kriege ich keinen Schaden. Kurz essen. Der ist ein bisschen weiter vorne, als ich jetzt gerade. Oh Gott. Wow, das war gut. Das hat echt ein Wochen verdient. So läuft das. Shit. Umso näher ich da jetzt hinkomme. So einfach geht das. Ich habe ja vorhin schon gerade gesagt, in der ersten Runde... Wow, oh, boah. Ja genau, Wochen Bau habe ich gesagt. Nee, ich habe vorhin schon in der ersten Runde erwähnt, man kann Leute runterschlagen. Nein!
Normalerweise schreibt man dann nicht Smiley, aber sie wissen, dass ich es bin. Kann man auch hier sehen, wenn man... Let's go! Also, da kann man sehen, dass sie wissen, dass ich das bin. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Ich versuch's mit nur Laufen, nicht Springen. Laufen, nicht Springen. Laufen, nicht Springen. Hei, hei, hei. Okay, ich kann springen. Hierhin. Ich kann hier rüber. Ich kann hier runter. Ich kann hier laufen. Ich kann da runter laufen. Laufen. Diesmal springen. Runter. Gewonnen. Platz 1. Liscardio. Ey, das läuft ja echt wahnsinnig toll jetzt. Jetzt nehme ich eine Hassmap vom lieben Spyby, mit dem ich das einige Male schon aufgenommen habe. Nämlich Rainbow. Aber die Map Baum hat gewonnen. Sehr schade. Aber wir probieren es aus. Ich heiße jetzt gerade Getränk. Von mir aus heiße ich halt Getränk, ne? Aber okay. Dann laufen wir da mal runter und schauen, dass das wenigstens was wird. Ich darf halt nicht allzu oft springen. Also wirklich, es ist eigentlich wirklich, man muss aufpassen, dass man halt nur läuft. Im Normalfall. Gut, ich bin falsch gelaufen. Ich gehe da nochmal rauf. Shit. Wo geht's denn da langsam runter? Langsam und sicher. Gar nicht. Puh. Hopp! Das war schön. Das war auch schön. Perfekt! Das war langsam und sicher. Was hat er geschrieben? Also dachte er hätte 7 Leben. Okay. Ich bin schon wieder der Unterste. Okay. Also da stimmt irgendwas nicht, aber naja. Gut, dann gehen wir da langsam runter. Jetzt sollte ich was essen. Puh! Jetzt sollte ich wirklich was essen. Jetzt warten ein bisschen. Ich bin zwar wieder ganz weit unten, das Problem ist nur, ich kenne diese Map nicht so ganz, weil ich habe die zwar schon öfter mit Spyber gespielt, aber ich war noch nie ganz unten. Ich war noch nie weiter unten als so, wo ich jetzt gerade bin. Und die sieht ziemlich, ziemlich schwer aus. Sterbe ich? Natürlich nicht. Sterbe ich? Natürlich nicht. So, jetzt muss ich aber ein bisschen... warten, weil das würde ich nicht überleben. Der hat verlassen. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Ist okay. Das stört mich auch gar nicht. Sind wir halt zu zweit? Stört mich nicht. Finde ich cool. Dachte, er hätte 7 Leben. Überlebe ich das? Boah, das war knapp. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich schnell nach unten, ohne zu sterben. Ich habe nur noch 2 Herzen. Ich könnte es auf die schwere Tour versuchen. Nämlich hier hin. Ne, das... Oh, hier runter. Da. Nein! Oh! Hohoho, ich bin höher als er. Ich bin höher als der liebe Chrissy jetzt gerade. Verdammt. Ich muss einen Weg finden, der wirklich... langsam, also schnell ist, aber halt nicht so schwer ist, dass man einfach nicht runterfallen kann oder so. Wop. Oder möglichst wenig Schaden bekommt, so wie jetzt gerade zum Beispiel. Ein Herz ist okay. Gehst du dahin einfach, schaust einfach wohin springen möchtest. Gehst du da langsam hin, so. Back. Das ist in Ordnung. Du gehst dahin, gehst einfach schnell runter. Sehr schön. Ich gehe aber weiter in die Mitte diesmal. Puh. Nein! Nein! Aua. Dachte, es wären nur ein paar Zentimeter. Ich weiß nicht wieso, aber wenn ich spawne, laggt es wie... keine Ahnung was. So, das könnte jetzt einfacher werden. Aufgrund dessen, dass ich jetzt einen anderen Weg gewählt habe als sonst. Ich könnte hier versuchen runter... Warte, wie mache ich das? Nee, ich versuche jetzt einfach hier rüber. Dann hier eins rauf. Da dafür runter. Hier rüber. Sehr schön, ey. Das läuft. Das läuft. Hier gehen wir entlang. Hier gehen wir entlang. Da runter. Ein halbes Herz Schaden. Das kann ich ertragen. Sag ich mal so. Das halbe Herz Schaden kann ich ertragen. So, dann...
Hast einen Fallschirm vergessen. Schlimm, schlimm, schlimm. Sollte man nicht machen. Im echten Leben auch nicht. So, wie mache ich das denn jetzt? Am gescheitesten. Am gescheitesten gehe ich hier hin. Spring darüber, darüber, darüber. Hier hin. So. Fertig! Das war der gescheiteste Weg, wo ich am wenigsten Schaden nehme. So, dann gehe ich hier. Wieder langsam runter. Wie gesagt, gescheiteste Weg und so. Suchen. Oh, shit. Boah. Knapp. Ich muss da runter und nicht darauf. Also gehe ich da langsam einfach die Treppen runter. Sehr schön. Da entlang. Hier rüber. Da. Boah. Junge. Okay, dann. Versuchen wir es so. Like you've got it. Ich denke, ich hab's gleich. Sofern ich jetzt nicht sterbe. Hab ich's wirklich gleich. Bam! Getränk! Gewinnergesamt Getränk! So! Ja, Leute, das ist meine erste Runde, die ich auch wirklich gewonnen habe. Das heißt, das ist meine allererste Jumpdown-Runde, die ich dreimal gewonnen habe und die ich auch einmal im Allgemeinen gewonnen habe. Aber klar ist es einfacher, wenn nur zwei oder drei Spieler drin sind. Ich dachte mir einfach mal so, Spaß kann man ja immer mal aufnehmen. Ich werde auch ab sofort auf Twitter des Öfteren posten, wo ich denn was zocke, jetzt Minecraft-mäßig. Ich meine, ich kann auch demnächst, wenn ihr wollt, posten, wo ich was auf Payday zocke, dann mache ich das public und alles. Also da sage ich einfach, hey, ich bin gerade Payday, joint doch nach und so weiter. Ich bin nämlich in der Payday 2 Gruppe und auch in der Hoxhard Gruppe von Steam. Und ich habe gehört, irgendwie kann man über Gruppen auch nachjoinen, ich weiß es nicht. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Schreibt es mir in die Kommentare, welche Spielmodi ich demnächst aufnehmen soll und welche, Spiele ich vielleicht demnächst aufnehmen soll und wann ihr sie sehen wollt. Bis dann, euer Liskario. Tschüss.